Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Adventszeit und Sie alle kennen das Lied Klingglöckchen, Klingelingeling. In der ersten Strophe heißt es dort: Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch in Syrien steht der Winter bevor. Die Lage wird sich dort noch weiter verschlechtern. Die Medikamente gehen aus, ebenso die Lebensmittel. Und ich will zwei Punkte aus der Debatte aufgreifen. Es ist von der großen Lösung gesprochen worden, die wir uns alle wünschen. Ja, natürlich, jeder will die große Lösung und die schnelle Lösung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die große Lösung nicht kommt, muss ich mich um Alternativen kümmern. Weil ansonsten ist in Syrien niemand mehr da, sind alle weggebombt. Und deswegen stellt sich natürlich an die Weltgemeinschaft die Frage nach Airdrops, die Frage nach Korridoren, die Frage nach einer Schutzzone bei all den Risiken, die das hat, bei all den Risiken, die wir in Bosnien erlebt haben. Aber wir müssen in Alternativen denken und den Mut haben, diese Fragen zu diskutieren und zu beantworten, ob wir dazu bereit sind. Und ich will einen zweiten Punkt aufwerfen, die humanitäre Hilfe. Sie ist angesprochen worden. In der Tat, der Deutsche Bundestag hat eine wichtige Entscheidung in der vergangenen Woche gefällt, die Verdreifachung dieser Mittel. Das ist notwendig, auch aus eigenem Interesse. Aber die Wahrheit ist, dass natürlich die humanitäre Hilfe oftmals genau dort nicht ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Und deswegen ist die Frage, die ich eben aufgeworfen habe, einer der Fragen, denen wir uns stellen müssen. Sonst wird in Syrien niemand mehr sein, bevor die große Lösung kommt. Ich möchte heute etwas Ungewöhnliches tun und meine Stimme Ahmad al-Yusuf geben. Und ich muss ehrlich sagen, es fällt mir noch schwer, Worte zu finden angesichts des Infernos in Aleppo und in Syrien. Ahmad al-Yusuf war gestern zu Gast im Deutschen Bundestag. Mit Abgeordneten aus allen Fraktionen haben wir die Parlamentsgruppe Alternativer Nobelpreis gegründet, vor wenigen Wochen erst. Und es war gestern eine Premiere hier im Hohen Haus, dass die Preisträger wenige Tage nach der Auszeichnung in Schweden nach Berlin gekommen sind, um wachzurütteln. Es waren so Preisträger dabei wie die älteste und unabhängige Tageszeitung Cum Hurriyet, die ägyptische Frauenrechtlerin Hassan, die 74-jährige Menschenrechtsaktivistin in Russland Svetlana Ganushkina und eben der syrische Zivilschutz, die sogenannten Weißhelme. Diese Gruppe von Freiwilligen hat über 70.000 Menschen aus den Trümmern in Syrien gerettet. Sie gehen dorthin, wo die Bomben fallen, sie butteln Verschüttete aus, löschen Brände, versorgen Verletzte. Im Internet finden Sie die Aufnahmen, wie sie kleine Kinder und Babys aus den Trümmern befreien. Unser Freund aus Syrien hat uns gestern Folgendes gesagt. Mein Name ist Ahmad al-Yusuf, ich bin aus Syrien, präsentiere hier den syrischen Zivilschutz, die sogenannten Weißhelme, die einzige Organisation in Syrien zur Rettung von Zivilisten, die Opfer des täglichen Bombardements werden. Bei uns arbeiten etwa 3.000 Freiwillige in 120 Stützpunkten in 8 syrischen Provinzen, die sich dafür entschieden haben, ihr Leben einzusetzen für die Rettung von Menschenleben an einem der gefährlichsten Orte der Welt, wo die Moral der Welt angesichts der Barbarei verschwunden ist. Und angesichts des organisierten Verbrechens, was dem syrischen Volk, aber auch der ganzen Menschheit angetan wird. Ganz ehrlich gesagt, ich bin ratlos und stehe hilflos vor Ihnen und hilflos vor meinen Angehörigen in Syrien, insbesondere in der östlichen Region von Ghouta, bei Damaskus und in Aleppo. Aleppo, wo die Welt heute zusieht, wie Menschen abgeschlachtet werden und wo die Welt zusieht, wie ganze Städte zerstört werden. Ehrlich gesagt, ich habe gezögert, bevor ich mich entschied, hierher zu kommen. Ich erinnere mich an meine Kameraden, meine 150 Kameraden vom Zivilschutz, die bei ihrer Arbeit, bei ihrem Versuch, Menschenleben zu retten, selbst ums Leben kamen. Ich habe mit vielen von ihnen gesprochen. Und ich habe sie zurückgelassen. Sie blicken dort dem Tod ins Auge. Und ich weiß nicht, mit welcher Botschaft ich zu Ihnen zurückkommen soll. Wir schätzen sehr, dass Sie uns diesen Preis verliehen haben. Wir bedanken uns für alle Preise, denn sie sind eine Botschaft der Solidarität, die uns Hoffnung gibt. Wir bedanken uns auch für die Krankenwagen und die Feuerwehrfahrzeuge, die Sie uns schicken und die uns dabei helfen, Zivilisten zu retten, bevor sie von syrischen und russischen Flugzeugen bombardiert werden. Gleichzeitig ist es mir aber auch peinlich, solche Preise entgegenzunehmen, während unsere Angehörigen in Syrien Tag für Tag getötet werden. In diesem Moment, während ich zu Ihnen spreche, werden Zivilisten in Aleppo und Ost-Aleppo obdachlos gemacht und fliehen aus der Krise. Sie laufen durch Trümmer und suchen nach einem Schutz.
Währenddessen verbluten Verwundete angesichts der Ohnmacht der Ärzte, die ihnen keine Medikamente mehr und keine Behandlung mehr zuteil werden lassen, nachdem syrische und russische Flugzeuge alle Krankenhäuser und Kliniken zerstört haben. Stellen Sie sich einmal vor, welche dramatische Situation das ist. Was in Syrien passiert, ist ein unbeschreiblicher und unglaublicher Schrecken. Und das Unvermögen der Welt, um Schritte zu unternehmen, um all das zu beenden und das Töten zu beenden, ist ebenso unglaublich. Was sich daraus entwickeln wird, aus Tragödien, Schmerz und Hass, ist ebenso unglaublich. Wir tragen die Botschaft des Lebens an unser Volk und an die Welt. Wo sind unsere Partner? Wer wird sich bereit erklären, uns angesichts dieses Todes in Syrien beizustehen und uns auf dem Weg des Lebens zu begleiten? Stehen Sie zu uns, meine Damen und Herren, stehen Sie uns bei. Stehen Sie der Menschlichkeit bei. Das Wort hat der Kollege Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion.